Einweg-Plastikstrohhalme verboten werden sollen. Also jedenfalls die Tatsache, dass USA und China noch nicht so viel tun, wie sie tun sollten, sollte jedenfalls die Europäer nicht davon abhalten, so viel zu tun, wie wir tun können. Hier gibt es, weil ich jetzt gerade Plastik gesagt habe, zur Plastikstrategie eine Frage. Das ist ja, haben Sie da etwas gelesen oder gehört, in Richtung, wenn ich jetzt denke an PET-Pfandflaschen? Also bei uns ist ja so, in Deutschland sind ja, glaube ich, Aludosen, Pfand und auch die ganzen Plastikflaschen mit Pfand, und das motiviert natürlich die Konsumenten viel, viel mehr, die Flaschen auch zurückzugeben. Ja. Also ich denke, in Städten zum Beispiel, selbst wenn Leute zu faul sind, die Pfandflasche zurückzubringen, stellen sie sie so zu den Müllkörben, damit Obdachlose die einsammeln können und Geld dafür bekommen. Das ist in Österreich ja überhaupt kein Thema. Aber wäre das jetzt zum Beispiel eine Strategie, dass Pfand auf Plastik, auf Alu dann europaweit eingeführt ist? Haben Sie was gelesen, dass das in den Konzepten auch da eine Priorität ist? Ich habe schon mal was gelesen, ja, von Pfandflaschen und Pfandflaschensystem. Aber das hat gleich immer relativ viel Widerstand ausgelöst, kann ich mich erinnern. Ja. Weil die Plastiksackerl und die Strohhalme, die hat man jetzt schon, zumindest auf europäischer Ebene. Das wird verboten.